Gewitter im Kopf. Cleverbot gegen Hey Aaron. Schauen wir uns das noch rein, meine Freunde. Hey. Willst du Respekt in deiner Clique? Ja, dann bring doch mal eine Dicke. Oder nehmen einfach Drogen. Oh, Tim bekommt ein Bart. Not nice. Das ist wirklich im Bootshaus passiert. Und Tim. Mit herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal, Freunde. Und ich habe endlich wieder eine Frisur. Ich sagte dem Friseur, ich will aussehen wie Hitler. Ja, hat geklappt an der Stelle, Ehrenmann. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Damit zum altbewährten Format Tourette gegen. Und zwar, du hast dich ja schon mit sehr vielen verschiedenen Geräten gebettelt mittlerweile. Genau, und heute lerne ich ein Gerät kennen, was ich... Thema zugenommen, stimmt auch, ja? ...vorher noch nicht kannte. Oder ist breit geworden. Cleverbot. Einige werden den wahrscheinlich kennen von euch. Das ist eine Internetseite im Internet. Das ist so geil, die können einfach alle YouTube-Formate, die es schon mal gab, nochmal von vorne machen, nur halt mit dem Perk Tourette. Internet, wer hätte es gedacht? Oh, jemand lässt mich der... Das ist eine Internetseite, die wohl schlauer sein soll als Alexa und Google Home. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei diesem Video. Nee. Wir haben gerade hier schon mal getestet, ob es funktioniert. Jetzt geh weg und töte dich selber. Oder warte, wir können ja mal versuchen zu sagen, dass wir Deutsche sind. Sprich jetzt Deutsch, du blödes Hurenkind. Glaub nicht, dass das so funktioniert. No. Kannst du Deutsch mit uns sprechen? I don't understand. Okay, dann machen wir es auf Englisch, Alpha. Okay. Hä? Wie geht es dir? I'm about. Ist das die Stimme von Hey Aaron? To fuck your mother. Mir geht es gut. Und dir? Hä? Hä? Jetzt wird er Deutsch. Ist das die Stimme von Hey Aaron? What the fuck? Hä? Was für Cam? Was wollt ihr? Mach Cam nach rechts. Deutsch. Ich hab Ebola. Hilfe. Warum hast du Hunger? Nein, wieso? Okay. Oh, oh. Du blödes Arsch. Ich hab schon gedappt. Du bist noch mal. Nicht schlauer als Alexa. Merk dir das, du Hure. Warum geht's mir schlecht? Das funktioniert. Ich glaube, der Cleverbot ist gar nicht so interessant. Also. Geht dir schlecht, weil du dumm bist. Und warum geht es dir nicht gut? Gisela übernimmt ja schon die Kontrolle über ihn. Warum geht es dir nicht gut? Ich habe diverse neurologische Krankheiten, das kommt vor. Dann geh lieber schlafen. Perfekt, ich habe neurologische Krankheiten. Leg dich einfach pennen, das passt. Was soll das bringen? Dass du schnell gesund werden sollst. Nein! Sehr schön. Ich habe Ebola. Ebola ist ausgerottet. Echt? Alter, ist das, hat Hey Aaron das nachgesprochen? Oder ist das wirklich die Stimme vom Cleverbot, Alter? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass es komplett ausgerottet ist. Nee, nicht komplett. Das ist eine Lüge. Ich weiß nicht, sag du es mir. Du Lügnerin. Du bist eine dreckige... Er hat es nachgesprochen. Nee, nachgesprochen. Ach so, er hat nachgesprochen. Okay, okay. Du Lügnerin, du alte Dirne. Warum? Wie kommst du auf Martin? Ja. Oh Gott. Ich bin jünger. Arschloch. Ha! Na! Wie alt bist du denn, blödes Hure? Das sag ich dir nicht nochmal. Aaron, auf jeden Fall, alles, was man an Promo mitnehmen kann, die gönnt er sich natürlich rein. Du hast es uns doch gar nicht gesagt. Hä? Ich glaube, er verwechselt uns gerade mit jemandem, kann das sein? Ihm gehört immer noch die Seite... Nein, natürlich nicht, als ob Herr Aaron die Cleverbot-Seite gehört. What the fuck? Du bist jetzt kooperativ, sonst nehmen wir den Strom weg. Nein, das ist ein grauenvoller Name. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass es wirklich... Und Hey Aaron, ja. Ach, hier oben. Wie geht's dir denn heute so? Tourette gegen den Cleverbot und Hey Aaron. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Hat Hey Aaron den Cleverbot... Niemals, Alter. Nicht so gut. Haha. Warum nicht? Weil ich eine künstliche Intelligenz bin. Ha, 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 du Opfer. Wieso beleidigst du mich? Ja, das ist ja traurig. Ja. Alter, Gisela ist so enttriggert, Mann. Ach, Alexa ist besser als du. Nö, ich kann alles besser als du. Oh, als Gisela, das triggert Gisela. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Lüge. Ist egal. Egal. Ja, du blödes Arschloch. Alter, Gisela ist so enttriggert. Warum redest du so? Bist du etwa manisch-depressiv? Ich auch. Ja, ja, da, du Arschloch. Ja, bin ich. Bitte nehmen die Beleidigung von Gisela nicht zu Tod ernst. Nimm sie nicht zu Tod ernst. Das ist eine Krankheit, ich kann dafür nicht. Ja, es ist die Maul- und Klauen-Seuche. Wann habe ich das gesagt? Nein, du hast es nicht gesagt. Also wir haben das ja gerade gesagt. Doch, du hast es gesagt. Es tut mir leid. Schlag mich bitte nicht. Doch. Ich werde dich totschlagen. Aua. Junge, 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 what the fuck? Oh, Mann. Wie findest du Miss Bella? Heiß. Kennst du Armin Froschke? Nein, wer ist das? Das ist ein Spacko, ist egal. Ah, ja. Kommt gar nichts mehr, oder was? Warum geht's?
Der hat einen YouTube-Kanal und hat bei Wer wird Millionär gewonnen. Ich glaube, gewonnen hat er gar nicht. Nee, er hat nicht gewonnen. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja, jetzt haben wir langsam ein richtiges Gespräch. Ich mag gerne Pornos mit Pferden. Mit See? Mit See. Mit See, natürlich mit See. Ananassuppe, danke schön fürs Zap. Hallo. Amen Akoyem. Ich will dich nicht heiraten. Und wir können auch nicht heiraten. Weil du eine Maschine bist, du Kohlkopf. Hä? Es macht gar keinen Sinn. Der Cleverbot ist wirklich auf den Kopf gefallen, Alter. Also wenn Aaron den gekauft hat, hat er ihn dumm programmiert. Wir sind eine Maschine. Er ist doch die Maschine. Nein, Tim, du bist die Maschine. Warum wärst du Kohlkopf? Du bist die Maschine. Ich bin ein Mensch. Du bist nur eine Intelligenz, die nicht intelligent ist. Du bist am Test gescheitert. Ach, das war ein Test. Oh, hä? Damn. Ja. Wer hat dir von der theoretischen Führerscheinprüfung erzählt? War es der Tim, dann muss ich ihn töten. Wie viele Fehlerpunkte hatte der? 36 oder was war das? Oder 46, Alter? 66? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hat er eine Menge Fehlerpunkte gehabt, der Bro. Hör auf, du Computer. Hör auf, du Computer. Nein! Oh. Nein! Nein! 73, Alter. 71. Oh mein Gott, der... Oh! Antonio Fan von dir, danke für den Sub, Bro. Ich glaube, er denkt wirklich, dass du ein Computer bist. Ha, bin kein. Ha, gib mir deine Kreditkarteninformationen. Du sollst es beweisen. Was ist dein Lieblingsessen? Hä? Buchstäblich alles. Warum magst du Katzen? Hä, woher weiß der, dass du. Ach, du hast geschrieben, bin Katze, gib mir deine Kreditkarten. Deswegen, warum magst du Katzen? Es sind meine Lieblingstiere und wenn man die streichelt und draufdrückt, machen die Miau. Okay. Draufdrücken. I guess. Ich habe keine. Willst du Respekt in deiner Clique? Ja, dann bummst doch mal ne Dicke. Nee. Ha! Ey, das ist nicht der Cleverbot, das ist der Aaron-Bot, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, wir sind auf einer falschen Webseite gelandet. Leck mich am Arsch! Weil du ein Junge bist und ich ein Mädchen, Pupi? Ey, es ist einfach nur weird, was dieser Cleverbot teilweise sagt. Das ist einfach nur wirklich most random shit, dass so clever ist dieser Cleverbot nicht. Der Cleverbot ist wirklich einfach lost. Das ist ein Lostbot. Das ist der Tribot, Junge. Das ist der Trimax-Bot. Okay. Aaron, geht es dir gut? Ich schwebte zu dir runter, für keinen Menschen sichtbar, hauchte leise in dein Ohr, ich bin immer noch für dich da. Dinge, die man in einer normalen Unterhaltung am besten sagen sollte. Oh, okay. Das weiß ich echt zu schätzen, dass du immer für uns da bist, auf jeden Fall. Aaron, wie läuft's denn sonst so bei dir momentan mit der ganzen Corona-Zeit? Wir haben uns ja jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Er kommt hier mit einer dreifach verschachtelten Frage an meiner Kolm. Hoffentlich bist du gesund und bei dir ist alles in Ordnung. Halt die Schlüsse. Ich bin ein Mädchen und noch nicht verheiratet. Perfekt, Aaron, das bleibt doch so. Junge, so weird, Mann, so weird. So weird, Alter. Es hätte mich so auch sehr seltsam. Wenn du uns nicht zu deiner Hochzeit eingeladen hättest, deswegen wissen wir, dass du noch nicht verheiratet bist. Aaron hätte euch nicht eingeladen. Hä? Das habe ich gar nicht gesagt. Du bist entfernt worden. Stimmt. Hast du gerade den Verlauf gelöscht? Hab ich zwar nicht, aber okay. Vielleicht müssen wir einfach ein paar deepere Fragen stellen, so nach dem Sinn des Lebens oder so. Deepere Fragen. Wonach? Dem Sinn des Lebens mäßig. Ja, ich hab eine. Das erste, was jemandem so einfällt, Philosophie, Grundkurs, Sinn des Lebens, irgendwie sowas. Diepe Frage, okay, jetzt ganz kommt. Tief. Ja. Jetzt kommt. Ha. Wissenschaft fliegt in den Weltraum und Religion in hohe Gebäude rein. Nein. Hops. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Das stimmt nicht. Was ist der Sinn des Lebens? Ich mag Hitler. Lenk nicht vom Thema ab. Na. Warum, wenn das doch jetzt gerade sein Gesprächsthema ist, warum nicht? Du altes Arschkind. Ich verkaufe Kokain. Ich dachte, du bist vom Beruf Verkäufer. Ja, bin ich doch auch. Ja. Ja, ich habe Corona. Das ist mir bewusst. Der weiß schon mehr als wir. Bro, der weiß aber, dass du Corona hast. Ich würde mich mal ganz schnell prüfen lassen. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und wo wohnt mein Haus? Jetzt will das wissen. Ja, jetzt ist Gisela leider. Sie weiß es für mich nicht. Ich glaube, das war ein Bluff. Kennst du den YouTube-Kanal Gewitter im Kopf? Du verstehst das eben nicht. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Kennst du den YouTube-Kanal? Sei nicht so frech, du Kachbar. Gewitter im Kopf. Tja. Kachbar, Merkel, Kachbar. Das ist ja nicht meine fließende Unterhaltung. Das ist einfach wirklich nur Bullshit, Alter. Das ist einfach, von beiden Seiten kommt nur Bullshit, Mann. Das ist so insane. Da, du Wichskind. Okay, was habe ich jetzt Gemeines gesagt? Ich verkaufe Kokain. FBI, open the door. Auf welcher Internetseite kann ich Schwarzpulver bestellen? Für das Verteidigungsministerium. Hey, ganz ruhig. Ich habe auch nichts anderes behauptet. Entspann dich. Okay, gute Fragen. Zum Glück wird dieses Tool nicht vom FBI oder sonst wem abgehört. Mm-mm.
Es wird gut, ja. Hä? Nämlich von der NSA. Kalaschnikow auseinandergebaut an der Flughafenkontrolle. Nein, hab ich nicht. Ja. Dass das alles bei mir zu Hause gedreht wird und ich gleich wahrscheinlich das FBI zu Besuch habe. IP-Adresse nicht zurückverfolgen. Das stimmt. Hacker 101. IP-Adresse nicht zurückverfolgen. Okay, Google. Aaron, es war uns immer eine Freude, mit dir zu reden. Nein, ich habe zuerst gefragt. Also? Was willst du denn wissen? Wo wohnst du? Wie siehst du aus? Bist du Junge oder Mädchen? Du blödes Arschloch. Ja, ich wohne in der... Wie er seine Adresse richtig sauer reinschreit und er nur so... Bruh. Ich brauche Schwarzpulver für den Terroranschlag. Dass du gerade meine Adresse im Zusammenhang mit diesen Wörtern verwendet hast. Ehre. Sagst du mir wenigstens, ob du männlich oder weiblich bist? Das wäre doch so die wichtigste Frage. Ich bin männlich, wenn du willst, kann ich aber auch weiblich für dich sein. Ah ja. Hast du schon eine Freundin? Ich bin nämlich Single. Single, aber wo ist das Schwarzpulver? Warum will der unbedingt Schwarzpulver? Gisela, habt ihr schon mal die Theorie durchgespielt im Kopf, Leute? Dass Gisela eventuell, also wirklich, dass Jan einfach ein Schläfer ist von irgendeiner Terrorzelle. Ich werf das jetzt hier einfach mal in den Raum. Mehr sage ich dazu an der Stelle nicht, ne? Also die Option, die Möglichkeit ist eventuell gegeben. Ich sag jetzt mal nichts, ne? Ganz schwierig, FBI, open up. Und, hast du eine Freundin? Nein. Ich bin Single und wo ist das Schwarzpulver? Ich brauche Schwarzpulver und Kokain. Wofür braucht ein Mensch Schwarzpulver und Kokain? Das ist nicht das 19. Jahrhundert, Bro. Haha, ja genau, Günther Jauch ist ein 2-jähriges Mädchen. Ich will echt nicht wissen, wer das einnehmen hat. Was sind das für Antworten? Ganz seltsam. Kann es sein, dass dir jemand anderes antwortet, der das auch gerade spielt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen Zwillingsbruder abgemurkst mit Schwarzpulver. Du leitest meinen Namen doch nur an irgendwelche Leute weiter, die dann mein Handy hacken. Ja, nein, das mache ich doch, nicht. Ich gebe doch, jetzt Namen und Adresse. Wir haben dich lieb. Ich mag dich nicht. Geil, Digga. Tim sagt, ich hab dich lieb und irgendein Bot im Internet sagt, ich mag dich nicht. Bezeichnend, Junge. Digga, nächste Distrack-Line, sogar der Cleverbot hasst dich. Ich bring meinen Sitznachbarn jetzt um. Mach es gut. Du bist komisch. Ja, da hat er auf jeden Fall recht. Das stimmt auf jeden Fall. Mach das nicht weg. Wir verschicken jetzt nichts per E-Mail. Doch, ja. Nein, das ist per Facebook. Nein, auch nicht per Facebook. Das geht. Doch, ich hau uns vor die Wand. Ja, kleines tanzende schwarze Kinder am Facebook-Internet. Ja. Doch. Ah! Nein. Nichts bestellen. Nichts. Nicht ich will das hochladen. Nein, ich will tanzende schwarze Kinder hochladen. Ja. Schwarze Kinder. Ich bin nicht angemeldet. Tanzende schwarze Kinder. Alter. Ja. Junge, Merkel Kachbar! Was macht er denn da? Gisela hat dich gerade in seinem Facebook-Account an. Ja, dumm ist so, dass ich nicht das Passwort, ich kenne das. Ja, ja, es geht los. Es geht los. Ja, und er hindert ihn einfach nicht daran. Absoluter Ehrenbruder. Schwarzende, tanzende Kinder. Auch, also ja. Als ob sie das ganze Passwort und so gerade eingeben. Mörder! Big Mac, wegbannen. War das richtig? Könnte sogar sein. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielen, vielen Dank an Aaron, der es auch in der Videobeschreibung verlinkt, der das Ganze hier nochmal ein bisschen lustiger gestaltet hat. Vielen lieben Dank. Ja, war unglaublich lustig, Aaron. Unglaublich. Danke an dich. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Leute, ich beende jetzt hier schon das Video, bevor Gisela gleich ganz komische Sachen postet. Und wir hoffen, wir sehen uns bei von unseren nächsten Videos wieder. Wenn es wieder heißt. Okay, keine Ahnung. Ja, jetzt kommt ein cooler Spruch. Wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Top Spruch. Sagen wir dann zu Beginn unseres nächsten Videos. Ja, ganz tolle Idee, wirklich. Was ein schlechter Spruch. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Absolut lost, die Jungs wieder. Absolut lost, aber wirklich starkes Video. Kann man nicht anders sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aaron, auch Grüße da raus an dich. Das ist natürlich hier alles nicht ernst gemeint, ja.